Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt irgendwo die Mathilde Hi, da. ich habe gerade ein Vögelchen getötet. Genau, was uns gerade aufgefallen ist, wir hatten letztes Mal Probleme mit den Töpfen. Jetzt hat Mathilde gar keinen, obwohl hier drei angezeigt waren. Und der Mathilde fehlt den besseren Stab. Ja, also wir haben jetzt, also ich habe jetzt die Vermutung, dass wir tatsächlich beide speichern müssen und das, was ich letztes Mal sozusagen für mich errungen habe, dass das weg ist, aber Also, ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die wir Kommentare. probieren es auf jeden Fall mal aus. Ja, und wir probieren hier mal was, Wände drauf zu bauen. Aber ich würde Okay. sagen, erstmal wieder schön Holz hacken, Ja, oder? ich würde vorher gerne noch mir einen Topf mit Wasser machen. Warte, ich kann dir einen Topf geben. Oh, du kannst auch gern jagen gehen, wenn du möchtest. Das würde ich dann auch machen. Also mache ich gerne, ich jage gerne, aber erstmal möchte ich Wie? was trinken. Werde ich diesen. Warte, ich pack dir. Ich mach dir das Wasser. Ich pack dir das da drauf. Wo kann ich jetzt hier? Da. Ich mach dir da mal Wasser rein. So macht man das. Ich zeig dir das mal, ne? Ja, mach mal. Jetzt hat man hier Ich habe da Wasser auch in so den ein, Bottich ja, gepackt. ich habe da auch so ein Stück Fleisch mal drauf gepackt. Ja. Dann würde ich jetzt einfach mal. Nein, nicht. Würde ich jetzt einfach. Oh, hier sind noch Bäume. Cool. Trotzdem werde ich jetzt mal den Lernwagen nehmen und Bäume holen. Genau, uns wurde noch mal ein Tipp gegeben, und zwar passen in diese tollen Wägelchen viel mehr Zeug drauf als in die ganzen Lager. Ach so, dass man nur Wägelchen baut, ja? Ja, genau. Oh, Vögelchen. Ah. Das ist natürlich eine nette Idee. Bei den Wägelchen kannst du auch Leichen reinpacken, Steine, was man so braucht halt, Ja, ne? genau. Sind hier schon neue Bäume gewachsen? So kleine hier? Ja, kann sein. Die Bäume wachsen nach. Cool. Erst die nachwachsen, das ist mir bekannt, aber ich könnte schwören, letztes Mal hatte ich hier alles so ein bisschen niedergehauen, aber naja. Achso, und falls es mal eine Frage sein sollte, nein, wir haben es nicht deaktiviert. Ups. Dass quasi unsere Gebäude können kaputt gemacht werden, wenn die Kannibalen es schaffen. Ich nehme den, soll ich den, nimm du mal den Topf, weil dann gucke ich, dass ich mir noch mal einen Topf besorge. Ja, lass ihn doch einfach da liegen oder Okay. verschwindet er. Nö, eigentlich nicht. Also er sollte nicht verschwinden, solange ich mache nur eine Holzlieferung und dann hole ich mir den Topf wieder. Okay. Ach ja, hier am Strand liegen noch ganz viele Dingsbums. Bumsdings. Wie heißt es gleich? Koffer. Ah. Ich weiß nicht, ob die immer wieder angespült werden oder. Das Also weiß ich ich auch nicht. weiß, die wachsen auch irgendwann nach, aber nicht überall. So war es damals zumindest. Da bei dem kleinen See, wo ich gebaut habe, da waren ja die Koffer sind immer offen geblieben. Die waren, da kamen nie wieder verschlossen. Aber so am Strand bin ich der Meinung, kann es durchaus sein, dass da mal wieder neue auftauchen. Macht ja Sinn, dass die quasi, ja, mal wieder auftauchen. Ups, was ist das denn? Ich glaube, ich habe einen Vogel erwischt. Ja. Nice. Beim Holzhacken, ich liebe das. Was man im Spiel, glaube ich, auch noch später herausfindet, ist ja, dass ja häufiger Flugzeuge hier abstürzen. Ist denn die Frage, wollen wir denn auch ab und zu mal so ein bisschen die Story weiterspielen oder uns wirklich aufs Bauen konzentrieren? Also ich brauche die Story jetzt nicht, aber es wäre ratsam, in die Höhlen runterzugehen. Weil in den Höhlen findest du halt auch mal sowas wie ein Katana. Und Katana war, glaube ich, eins mit der besten Waffen. Also ich fand das Katana super. Okay. So, gucken wir mal. Jo, das sieht gut aus. Hier ist schon wieder. Oh, das sind drei Kannibalen. Schnell den Topf schnappen und abhauen. Worauf ich keinen Bock habe, ist halt diese Pistole zu sammeln, weil da gab es, glaube ich, irgendwie 8 Sachen. Ich glaube, du musst erstmal eine Schaufel finden oder sowas. Und dann musst du 8 Stellen auf die Insel immer hinlaufen und dann quasi an bestimmten Stellen ausgraben. Okay. Und darauf habe ich keinen Bock. Okay. Weil ich auch nicht glaube, dass wir beide dann eine Pistole kriegen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Und wie gesagt, mit der Pistole hast du halt einen Schuss und da war so ein Kannibale halt sofort tot. Hm. Ärgerlich war es nur, wenn du daneben geschossen hast. Yes. Darum habe ich dann angefangen, quasi so nah wie möglich, also wenn sie einen Meter von mir weg waren oder zwei, dann habe ich dann auf die geschossen und ja. Ein cool aussehender. Oh oh. Ich glaube, ich wurde gesehen. Super. Dann lauf erstmal weg, aber bring sie nicht mit nach Hause. Ach, die wissen ja eh, wo wir wohnen. Vor allem habe ich gerade einen Reh getötet. Das ist ärgerlich, weil Reh ist lecker. Und Rehfleisch kann man aufhängen. Kannst ja mit dem Vogelfleisch nicht machen. Ich habe das Reh jetzt getötet und ausgeweidet. Und da ist noch ein Reh. Wir müssen auch diese Felle irgendwie aufbewahren, weil davon kannst du auch nur eine Zahl X mitnehmen. Komm her, du Reh, bleib stehen. Ich will dich nur pieksen. Ich finde, die Rehe kriegt man einfacher tot als früher, aber ich kann mich da auch irren. Vielleicht habe ich mich damals auch dusselig angestellt. Kann alles sein. Auf jeden Fall finde ich das Spiel auf jeden Fall so gut, dass man das häufiger spielen kann. Yay, ich habe jetzt schon zwei Rehe getötet. Man muss auch sagen, ne, es ist auch so ein Spiel quasi, ich habe es in Sale gekauft damals. Lass mich lügen, irgendwas zwischen 10 bis 20 Euro. Aber das habe ich an Spielstunden locker rausgehabt. Also, da gab es so manch anderer AAA-Titel, den ich halt nicht so lange gespielt habe und da deutlich mehr Geld liegen lassen habe. Oh, laufen wir hier einfach mal ein bisschen planlos über die Insel. Oh, Kannibalen sind zu Hause. Soll ich kommen? Erstmal gucken, ich habe erstmal eingehört. Okay, aber wäre cool, wenn du den dann aufs Feuerchen legen kannst, weil... Ah, das ist auch ein Angeber. Na, komm mal her. Da sind zwei. Na komm, ich werde mich nicht abhauen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich will dich pieksen. Ja, nicht wegrennen. Mathilde braucht Knochen. Wir haben doch noch ein Knochenlager. Ja, genau. Oh, oh, es sind noch mehr. Also, dann komme ich vielleicht doch nach Hause? Uhuhu. Drei sind zu viel für Papa hier. Ja, Mathilde macht sich auf dem Heimweg. Kann Ui, was hast denn du, kleiner Sack? Oh, ich brenne, ich brenne. Upsi, schupsi. Ich muss mal kurz ins Wasserchen. Ach, Papa. Ohohoho. Ich wollte meinen Kochtopf noch retten. So, jetzt bin ich auch wieder sauber vom Blut. Hä? Kommt der hier drauf? Nee, ne? Ey, nicht weglaufen! Ey, der macht hier einfach was kaputt! So ein Arsch! Hört auf, meine Sachen kaputt zu machen. Oh, von hinten, ich liebe es. Ja, wir müssen dann früher oder später auch, also wenn wir da so irgendwie sowas wie Wände... Ach, wir wollten noch Fallen bauen, fällt mir gerade ein. Ja, vor allem wenn wir sowas wie Wände auch haben, sollten wir dann halt unsere ganze Kochsachen und so auch durchaus auf unsere Basis. Also den Sergeant habe ich erwischt, aber die anderen beiden waren auch besser ausgerüstet. Der eine hatte so CDs. CDs? Ja, an so einer also als Rüstung sah es so aus. Faszinierend. Fand ich auch. Die sind noch hier. Die... Ja, ja, ich. Ach, die sind auf den Bäumen. Da oben ist er. Ich fass es nicht. Geil. Der ist wirklich hier auf dem Baum. Ich finde das geil. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich da bin. Hier, der hat CDs. Hier als Rüstung oder so. Cool. Oh, es regnet. Wir kriegen Trinkwasser. Ja, ich bin am See angekommen. Ich kann dir helfen. Ja, ich suche noch einen. Ich höre den auch gerade nicht mehr. Und der ruft Hilfe. Toll. Ich habe einen lauten Schrei gehört. Das ist nicht gut. Hier ist die Knochenkiste, falls du suchst. Boah, ist auch ein Mistwetter jetzt. Kannibale, hallo. Ich geh mal kurz zum Bauen auf. Da ist er.
Na komm mal her. Na komm mal her. Ja komm, fein. Hörst du mal auf, meine Sachen kaputt zu machen? Böser Kannibale. Oh, du hast unser Dings kaputt gemacht, du Arschloch. Gut, noch einer hier. Weil ich brauche Essen und Trinken, weil ich bin schon wieder. Der hat einer an unserer Trockengestelle kaputt gemacht, der Wichser. Ja, wir müssen da einfach jetzt mal Wände bauen und das dann halt mal unser Lager da machen. Ja. Ach so, ich habe auch meine Knochenrüstung verloren, sehe ich gerade. Ich weiß nicht mehr, wie man einen Bogen machen konnte. Das regt mich auf. Hey, der brennt ja gar nicht nieder. So. Jetzt habe ich einen verbesserten Speer. Und ich wollte noch ein bisschen was auf unser Trockengestell packen. Ja. Kriegt das Feuer gerade nicht an hier irgendwie. Ich meine, es ist ja klar. Ich muss mal Fritz Meinecke fragen, wie ich das Feuer hier beim Regen ankriege. Zunder? Der weiß das. Ja, habe ich jetzt draufgelegt. So, ich versuche jetzt hier mal ein paar Wände zu bauen. Mach mal, ich bin dafür zuständig, Baumaterial zu holen und du bist Baumeister. Ich mache aber erstmal nur hier eine Mauer lang. Vielleicht haue ich das Tor hier auch ab, dass das hier vorne hier Veranda ist. Finde ich dann nett, hier erst der Eingang. Gucken wir mal. Eigene Wand. Oh! Der macht gleich alles zu einer Wand. Das ist natürlich super. Oh, ich habe gerade zwei Federn gesammelt. Alter, wie. Das ist ja geil. Eigene Wand. Oder wollen wir das erstmal so bauen hier? Wie das vorgibt. Ja, machen wir. Komm, wir bauen das erstmal und dann erweitern wir das. Wenn das so geht, wie ich mir denke. Ah, dann kann ich hier jetzt sagen, Tür oder nicht Tür oder was? Das ist ja Porno. Tür oder nicht Tür, das ist hier die Frage. Aha, kann ich da jetzt eine Tür einsetzen? Okay, ich habe noch nicht genügend Federn. Hallo, ich brauche eine Tür. Ah, das wird nicht schön werden, aber... Kann man sowas wie Vogelfallen eigentlich bauen? Ja, ich glaube ja. Nee, du kannst irgendwo ein Vogelhäuschen bauen und die kommen einfach und dann kannst du sie kaputt hauen. Hm. So. Das wäre ja was für unsere Veranda, oder? Hier würde ich gerne... Kommt da eine Tür, genau. Dann bauen wir da eine weitere Plattform. Hier hätte ich gern ein Fenster. Oh, das wird schön. Mathilde, das wird schön. Da habe ich richtig Bock drauf. Hier überall schöne Fensterchen bauen. Oh, das wird schön. Wobei, zu viele Fenster sehen sie uns. Ach, sollen sie uns doch sehen, ist mir doch Wumpe. Hier, wir bauen hier überall Fenster. Oh, man kann sogar einen schönen Felspfad bauen. Das ist ja nett. So, und das haue ich wieder kaputt, die Tür hier. Ach so, ich muss was essen und trinken. Verdammt. Oh, eine Feder. Haben wir noch was zu essen? Mhm. Kann hier was aufs Feuer hauen, wenn du möchtest. Jo, mach das mal. So zwei Vögelchen wären ganz toll. Hab zwei Stück Fleisch draufgelegt. Vielen Dank. Bitteschön. So, genau, ich war ja am Gucken wegen Vogelhäuschen. Ach, da ist es, Vogelhäuschen. Das können wir ja drüben bauen, wenn wir eine Wand fertig haben. Ja. Oh, hier, und ich will unbedingt einen Kronleuchter aus Knochen und so haben. Ich will eine richtig schicke Bude haben, Heinrich. Wir können alles bauen. Kann ich was essen? Nee. Fleisch eingesammelt, das ist nicht gut. Geht das hier echt immer aus wegen diesem Scheiß? Regen? Kann das echt sein? Ich könnte es mir vorstellen. Habe ich jetzt genommen oder draufgelegt? Draufgelegt, okay. Ich muss mal
wirst du aber auch demnächst wieder was essen. Also von daher ist es nicht schlecht, dass ich zwei Fleischstücke draufgelegt habe. Nee, das sind Vögel, Vogelfleisch, die esse ich ja schon auf. Ich brauche ja zwei, um voll zu werden. Guckst du? Voll. Okay, dann packe ich mir eben auch nochmal was drauf. So. Gut, dass du jagen warst. Ich habe auch ein paar Fische gefangen, die hängen jetzt gerade auf dem Trockengestell. Perfekt. Ich sehe gerade, die Tür passt nicht perfekt, aber das wird schon klappen. Da sind Typen mit Licht. Der hat ja, eine Taschenlampe. Ach, wir müssen Fallen bauen. Hinter dir, zwei Stück. Alter, das tut mir aber weh. Aua! Ich bin umzingelt. Von Kannibalen abschaum. So, der Leuchtefritze ist weg. Die Nakidai-Dame auch? Wo ist der letzte? Hinter uns. Da. Vom Trockengestell. Weg vom Trockengestell, du. Ich glaube, du spinnst. Schubsen die hin und her. So, jetzt haben wir wieder hier. Ach, Kannibalenkeule. Haben wir auch mehr als genug. Ja, wenn die. Das ist halt das Problem, wenn die wissen, wo du bist. Dann kommen die. Nimm mal erst das Essen, was da ist. Ich glaube, wir können auch gleich noch ein Gestell für hier Knochen aufbauen. Weil das ist ja gleich voll. Ja. Weil wie gesagt, davon kannst du hier später auch Rüstungen machen. Ich hatte mir, glaube ich, sogar in der letzten Folge eine Knochenrüstung gemacht. Nee, du brauchst mehr. Das ist ja nur immer ein Teil. Ja, ich hatte damit angefangen. Ja, Minusch. Ah, das dauert, bis sie verbrennen. So. Dann würde ich sagen, geht's wieder los mit Baumaterial sammeln im Dunkeln. Ja, erstmal mache ich hier dieses eine Ding hier kaputt. Soll ich dir helfen? Nö, das mache ich schon. Das wird unsere Veranda, da können wir hier so Wassersammler und so einen Scheiß aufstellen. Hier sind ja noch ein paar Stämme, wie praktisch. Ja, ich habe ja schon eine Lieferung gebracht und eine war ja schon vorhanden. Nein! Das ist ein Wasser. Danke. Kannst du rüberspringen mit dem? Also hier rüber? Oh, geht. Das ist ein ziemlich kleiner Raum, wenn ich das mal so sagen darf. Raum? Ja, ich finde den Raum klein. Warte, konnte man denn nicht einfach so durchlaufen? Wie habe ich diese Tür geöffnet, Heinrich? Oh. Kann man die falsch rumbauen? Warte, du bist da irgendwie gerade gegengerannt. Einfach wie du die gegenrennen. Ah, super, hier hast du schon eine Tür eingebaut. Du bist Ich habe ganz viele Fenster, da eine Tür und da kommt eine weitere Plattform. Ah, sehr gut. Und dann können wir auch die Steine nutzen, dann können wir auch auf den Stein was bauen, weißt du? Mhm. Und wir können eine Treppe bauen und eine Etage drüber machen. Ich weiß bloß nicht, diese eine Tür hier hat irgendwie kein Schloss. Man kann nämlich die auch verschließen. Okay. Wobei ich glaube, hier das Schloss außen gemacht habe. Egal. Kann man das noch drehen? Ich komme mir echt dämlich vor, wie ich hier gegen diese Tür renne, ey. Ich glaube, wir hätten sie als letztes bauen sollen. Du kannst jetzt nur hier auf dem Bau, hier drauf springen und dann da rein. Lass uns aber... Nein, genau die Wand nehme ich dir als letztes bauen. Soll ich hier schon mal ein Vogelhäuschen anbringen? Ja, genau, das kannst du machen. Hast du die Skelette, die Knochen schon weggesammelt? Nein. Oh, haben sie sich aufgelöst. Oh, unser Dings ist, Ja, wir haben noch hier noch einen Wagen. Ach, der ist auch fast leer. Ach, das klappt. Ah.
Aha. Was brauchst du dafür? Ach, noch einen Noch ein Baumstamm. Stamm. Ich glaube, einen Stamm haben wir noch. Bei dem Vogelhäuschen gebe ich dir einen Rat. Ich habe nämlich einige kaputt gekriegt. Okay. Die Vögel nicht töten, wenn die quasi auf dem Vogelhaus sind, weil dann machst du nämlich den, haust du nämlich das Vogelhäuschen kaputt. Oh, mir ist kalt. Ich muss ans Feuerchen. Ah, guck mal, hier ist ein Kaninchen, was so ein bisschen festgebackt war. Schade. Ist jetzt weg. Toll, mir ist auch kalt. Ich habe Kannibalen Ja, gehört. ich auch. Da kommt gleich die nächste Fuhre. Oh. Morgen ist dann Holzhacken-Time. Naja, ich mache erstmal zu trinken. Ich habe Durst. Mach mal. Oh, das kann ich auch dann machen, wenn du fertig bist. Oh, dann warte ich, bis du fertig bist. Oder ich bin total billig und trinke aus unserer Tränke. Das kannst du machen. Ja, habe ich auch gemacht. Wir Jetzt, wo müssen es dann gerade regnet, bietet es sich ja an, das jetzt zu auf dem machen. Stein müssen wir mal vielleicht mal eine zweite bauen. Das wäre dann nur diese oder Juhu, ich habe wieder ein paar Federn gesammelt. das wir halt später nur aus diesen Tränken machen müssen, weil immer dieses Kochen das nervt. Das geht zwar, aber was ist ein Baum oder ist hier was Knorr? Da ist einer gewesen, bei unserem Schlafplatz. Jetzt ist er hinter dem Baum da. Okay. Ja, ich sehe ihn. Oh, da ist er schon. Der war aber nicht allein, oder? Stimmt nicht. Ich leg den mal aufs Feuer und jetzt. Ja, haben wir etwas mehr Licht, wenn der brennt. Okay, dann hole ich mir was zu essen. Ist da irgendwas Essbares schon fertig? Ja. Rohes Fleisch, na Scheiße. Da muss ich mir das leider da drauf ballern. Geht das? Ja, ich habe mir gerade auch noch was draufgeballert. Ah, okay. Ich hoffe kein Vogelfleisch. Warum nicht? Ich habe da schönes, gutes Fleisch draufgelegt. Ich glaube, das war vom Reh. Nee, ich habe, glaube ich, ein Vogelfleisch, weil ich gerade ja einen Vogel hier gekillt hatte. Na, ich habe das Rehfleisch erwischt, glaube ich. Ja, das. Wie auch immer, ich bin jetzt satt. Hast du gerade gehustet? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht war es auch mein Charakter. Wollen wir Bäume hacken? Jo. Moment. Okay, warte, dann nehme ich auch hier den. Wollen wir mit einem Wagen gehen oder mit zweien? Weil wenn wir mit zweien gehen, haben wir kein Licht. Oh, Katze, nicht auf Das die Tastatur. stimmt, aber ich würde sagen, mach trotzdem zwei. Dann Okay. lass nur eins stehen. Oh, Katze, nein. Jetzt komm nicht Wo zu mir. bist Geh du? zu Ich sehe dich Mathilde. nicht. Ach, da bist du. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade richtig gehe. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach in deine Richtung. Scheiße. War jetzt abgelenkt wegen einer Katze. Aber die hat sich bei mir hingelegt, Gott sei Dank. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh, ich bin falsch. Hier ist eine Licht. Ah, hier geht's zum Strand. Das ist doof. Scheiße. Also ein bisschen weiter rein wieder und dann können wir da Bäume hacken. Ich glaube, es wird langsam wieder heller. Ja, hier ist die Lichtung, wo wir alles niederschlagen. Hier sind wir richtig. Ich bin da noch gar nicht. Wenn Zeller wird, bist du am Strand gewesen. Ah, ich sehe dich. Ach ja, L war Licht, ne? Oder genau. Genau. Ah, ich hätte noch mehr essen sollen, damit ich mich heile. Ich sehe gerade, ich habe nur 50% meiner Lebensenergie.
Ich habe gesehen, dass man ja auch Baumhäuser bauen kann. Ja, aber habe ich nur mal als Deko gebaut, aber man weiß ja, dass die Kannibalen ja quasi hochklettern können. Also warum soll ich dann ein Baumhaus bauen? Okay, das ist ein gutes Argument. Also ja, nicht auf die Tastatur. Ist halt eine schnelle Basis halt, ne? Ich glaube nur 8 Stämme oder sowas und dann hast du schon ein Baumhaus. Okay. Oder ich glaube, ich habe es damals nur für die Anfangszeit genutzt, aber... Ah, wir müssen Fallen bauen. Ich vergesse das immer. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, dass wir Fallen bauen müssen. Ja, kann sein. Dein Wagen ist umgekippt. Ja, ich glaube, wir mussten nur greifen. Und dann ist er wieder richtig. Okay. Oh, Vogel. Federn. Ich höre Knurren hinter mir. Die sind nicht allein im Wald. Okay. So, dann soll ich so ein bisschen aufpassen einfach, oder? So, ein Wagen ist schon voll? Noch nicht ganz, glaube ich. Ich gucke mal, wie viel ich noch drauf kriege. Vogelfleisch mitnehmen. Gibt's hier eigentlich auch sowas wie Stirnlampen? Okay, jetzt ist der Wagen voll. Kann sein. Bin ich mir aber nicht sicher. Entschuldigung. Warst du das? Ja, ich habe gerade ein bisschen gehüstelt. Ja, ich bin immer so ein bisschen... Nein, das warst du nicht. Ja, da ist er. Hi! Bleibst du mal stehen? Bleibst du mal stehen? Komm mal her. Wollen wir uns mal kennenlernen? Ne? Hackfresse? Ich will auch mitmachen. Oh, hat mich echt getroffen. So ein Doofi. Gut, leider können wir den jetzt... Können wir den mitnehmen? Du kannst ja gucken, ob du ihn auf den Wagen legen kannst. Ja, aber es wird wieder heller. Das Problem ist, ich muss wirklich was essen, weil damit ich mich hochheile. Es ist echt... Ein, zwei Schläge, dann bin ich tot. Hui. Kann ich den zusätzlich draufpacken? Nee, da habe ich den Wagen jetzt weggeworfen. Ich habe den Wagen weggeworfen. Du hast den Wagen weggeworfen? Ja, der ist hier weggeschleudert worden. Weil ich versucht habe, die Leiche drauf zu packen. Ist der jetzt schon wieder leer? Nee, der Wagen ist mitsamt Inhalt geflogen. Na, dann ist ja gut. Ja gut, dann nehme ich den halb leeren Wagen und hast du gerade noch einen Baum gefällt. Ich habe gerade noch einen Baum gefällt, ja. Bist du denn? Da, ah. Also da liegt zumindest ein Baumstamm. Da bist du. Hier liegt nämlich auch noch ein Baumstamm. Oh, Hase. Ach, schon weg. Ah, so waren es die Baumstämme, die ich gefällt habe. Menno. Oh, ich hasse das. Baumstämme suchen. Ey. Ja, jetzt kann ich das Licht schon wieder ausmachen. Ach, da sind sie. Ich komme dir mal entgegen. Ja, war die Nacht ging schnell rum. Doch, sieht gut aus. Also einen Wagen benutzen wir zum Häuser bauen und einen bauen wir mal ein, zwei Fallen. Weißt du, an was mich diese Wagen hier erinnern? Kennst du da diese Wagen im Baumarkt, ja, wo nur hinten die Räder sich bewegen? Genau so scheiße schiebt sich dieses Ding. Hier, ich überlege gerade, ob wir quasi das hier verengen. Dass wir so ein, zwei Mauern bauen und zwischen den Mauern bauen wir dann die Fallen. So dass die denken, hey, da ist eine Lücke. Ich renne durch die Lücke und dann rennen sie in die Falle. Du bist unser Architekt. Ich weiß aber nicht, ich komme hier nicht rein. Diese Tür ist kacke. Ich wollte schon sagen, reiß sie ab. Ah, aber springen.
Ah ja, durch die Bäume können sie ja drüber klettern. Das wäre natürlich auch doof. Also ich glaube, wir bauen ja keine Gestelle mehr, weil das reißen wir später alles ab, glaube ich. Das machen die uns eh Ja. kaputt. So, eine Sache fällt mir auch noch gerade auf. Können wir hier drauf schon mal das nächste Essensgestell-Dingsbums bauen? Ein Trockengestell. Passt das hier drauf? Geht das da drauf? Nein, geht nicht auf den Stein. Du elender Kackstein. Oh, ich sollte was essen. Dann baue ich hier schon mal das erste Trockengestell hin. Können wir hier noch Wasserdinger drauf packen? Komm her, du Vogel. Ach, auf die Steine können wir nichts bauen? Das ist ja doof. Dann brauchen wir hier noch so ein Trocken-Dingsbums. Trocken sei schon. So. Weil ich glaube, die machen uns das hier alles kaputt. Ja. Ich habe dir auch mal ein Fleischstück mit draufgepackt von einem Oh, Vögelchen, ne? super. Super. Also da Danke, sind jetzt danke. zwei Vögelchen drauf. Also erstmal bauen wir hier eine Falle hin. Das heißt, der Baum muss weg. Essen ist fertig. Ich komme. Na, ich muss vielleicht noch ein Vögelchen jagen oder so. Das reicht nicht. Oh, in dem Vogelhaus landen Federn. Ja, genau. Das war auch noch sowas. Yeah, ich habe Pfeile gemacht. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ein Bogen funktioniert. Bogen brauchst du bestimmt einen Stab. Pfeile habe ich schon Seil? mal. Seil? Nochmal Seil? Nein, vielleicht zwei Stäbe. Ah, ich glaube, Duct Tape war das. Ich glaube, Duct Tape. Ich habe kein Duct Tape. Ich habe einmal zwei Isolierbänder habe ich. Du musst es mal versuchen. Seil und Stöcker. Nee, Seil ist es nicht. Ah, Stoff. Nee, jetzt habe ich eine Dings hier, eine Zwille habe ich jetzt. Ach so, das gab's auch. Ah, und mit kleinem Stein schießt du dann. Ja, machst Okay. du viel Schaden, aber so aus der Distanz vielleicht. Zum Weglocken, Anlocken. War das richtig rum? Nee, es war falsch rum, oder? Die Falle müsste auch andersrum sein. Oh. Fuck you. Upsi. Ah, jetzt habe ich es rausgefunden mit der Tür. Ja? Einfach gegenspringen. Das ist gut. Zumindest wenn man einen Baumstamm hat. Wenn man keinen Baumstamm hat, kann man einfach gegenrennen. Ja, die Baumstämme sind verbaut.
Ja, ich musste den noch mal drehen, deswegen habe ich gerade Ressourcen verschwendet. Ich würde einfach noch mal Bäume holen. Ja, ich komme damit. Ah, Feder, Feder, Feder. Oder ich gehe, warte, du kannst ja nur. Ich kann sonst Ich auch gehe noch mal mal. kurz an den Strand und suche mal nach Ducktape oder so. Na, du hast ja Okay, gesagt, dass du da kannst dann ansonsten auch noch mal nach Schildkröten suchen. ja, wenn ich eine sehe, werde ich hier auf jeden Fall mitnehmen, aber ich glaube, hier in der Ecke wird nichts sein. Oh! Was denn? Kannibale. Einer oder Ich mehr? sehe einen. Komm her, komm her. Lauf nicht weg. Oh, hier Mathilde ist eine will Kassette. spielen. Oh, der rennt ganz weit weg. Der rennt über die Lichtung. Jag ihn. Lass mich Ja. entkommen. Komm her. Komm her. Aua, du Arschloch. Komm her. Bleib hier. Feigling. Aua. Hey, ein Ducktape. Reicht vielleicht eins schon? Jetzt habe ich wieder keine Stöckchen. Hahaha. Ich tötete dich. Zwei Ducktape. Juhu. Vier wäre natürlich cool. Aber. Oh. Ich bring den dann mal erstmal aufs Feuer, ne? Eine Schildkröte. Töten, töten, töten. Ich mag Schildkröten. Bringt Essen und Panzer, Panzer, nicht ins Wasser. Boah, das war ja cool. Scheiße, ich kann, glaube ich, nur einen Panzer mitnehmen. Nein, doch. Kann ich so vielleicht zu unserer Basis gehen? Alles löst sich doch bestimmt auf, wenn ich abhaue. Hattest du hier auch schon mal Schildkröten gesehen hier am Strand? Nee, am Strand habe ich selber tatsächlich keine gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war. Vielleicht war ich auch Doch, einfach die nur zu schwimmen hier. blöd. Ja, Nicht eine geilo. Waffe. Ja gut, dann lasse ich diese Kacke hier liegen. Dann wissen wir aber, wo wir sie kriegen. Dann haben wir jetzt habe ich die Koffer alle durchsucht, aber die sind halt weg, aber wir wissen, dass wir da Schildkröten kriegen. Es kann sein, dass in dem Zelt, wo es den Kochtopf gab, dass da noch Ducktape ist. Ducktape findest du auch in den Höhlen. Ganz viel. Oder bei den Kannibalensiedlungen. So, jetzt fehlen mir natürlich Stöckchen. Aber erstmal Fleisch Oh, wahrscheinlich. Echse! Echse Bleib auch immer hier! mitnehmen. Echse ist immer gut. Bleib hier, du Echse! Bleib stehen! Wo bist du? Verdammt, wo ist die Echse hin? Ich habe die Echse verloren. Ja, ist nicht schlimm, ist nur eine Echse. Guck nur mal, ob der Schildkrötenpanzer da liegt. Ja, er liegt noch da. Super, dann Sehr brauche ich schön. keine weitere Schildkröte töten. Dann darf die andere liegen, liegen, sag ich, leben. Dann sammle ich mal ein paar Stöckchen. Macht das. Wir haben ja genügend kleine Dinger hier. Ich habe irgendeine Pflanze entdeckt. Keine Ahnung, nehme ich mit. Vielleicht kann man auch das Baumharz noch irgendwie zum Bauen nehmen für irgendwas.
Vielleicht Ja, braucht man für das. irgendwas ging's auch, aber frag mich nicht mehr was. Kann ich dir alles bei alles nicht mehr sagen. Nee, ich wollte den Kackstock nicht nehmen. Ducktape war es nicht. Jetzt nehme ich schon wieder diesen Scheißstock. Harz hast du gesagt. Wie sieht denn das aus? Ach, das ist das Harz. Nee, kann ich auch nichts machen. Oh, das regt mich auf. Ich glaube, das war auch gar nicht kompliziert, verdammt, aber so ein Seil macht doch eigentlich Sinn. Vielleicht nur ein Stock und ein Seil? Ja, da fehlt irgendwas. Noch ein Stock vielleicht? Oder Stoff? Stoff. Aber ich glaube, Seilstoff. Das, ja. Ein Seil, ein Ast und ein Stoff. Und dann hast du. Ah. Du kannst den Bogen aber noch irgendwie verbessern. Warte. Da brauchst du ein Duct Tape. Vielleicht nochmal Stoff? Nein. Du Echse, ich will dich töten. Oder ich nehme dich. Hat's Hahaha. auch nicht. Seil Komm auch her. nicht. Man kann den wahrscheinlich noch verbessern, aber mir fehlt noch irgendwas. So, ich habe auf jeden Fall zwei Echsen getötet. Ich habe drei Echsen getötet. Und ich komme mit einer Ladung Bäume. Wie hast du Federn gemacht? Einfach Federn, sage ich. Einfach Stock und. Wenn man ein Vögelchen tötet, dann fliegen die Federn durch die Gegend und die musst du ganz Ja. schnell aufsammeln. Ich bin der Meinung, ich habe welche, aber ich sehe die. Ach, die Federn sind natürlich am Rucksack. Genau. Ab und zu sind tatsächlich auch Federn im Vogelhäuschen, habe ich gesehen. Oh, jetzt ist hier ein gefällter Baum und der ist im Weg. Federn, Stock und Harz. Oh, kriegst du einen gehärteten Stock, den will ich nicht. Also Federn und Stöcke, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel von was geben Pfeile. Also nur Federn und Stöcke. Glaube ich. Kann auch sein, dass da Nee. Stoff dabei war. Ah, man muss mehr Federn hinpacken. Ja. Ah. Es waren, glaube ich, vier Federn oder so. Ja. Fantastisch. Ach so, kannst du mir noch mal kurz sagen, wie du den Bogen gemacht hast, was da drin war? Ein Seil, ein Stock und ein Stoff. Perfekt, Dankeschön. Und denk daran, den auch gleich auf deinen Rucksack zu nehmen, ne? Ja, habe ich schon gemacht. Nice. Endlich ein Okay. Bogen. Wir werden immer besser, lieber Heinrich. Juhu. Weil jetzt können wir uns auf die Insel zurückziehen quasi und quasi dann immer mit Pfeilen angreifen. Quasi. Quasi. Aber die rennen dann weg, die Schweine. Ich kenne die Schweine. Das sind Oink, Schweine. oink. So, was fehlt mir hier noch? Ach, immer noch Stöckchen. Ich hole dann auch noch mal Holz. Jo. Mir Ach, fällt ich gerade wollte auf, gleich die. nochmal die Echsen auf Trocknung packen. Was wolltest du gerade sagen? Entschuldigung. Dass die Folge voll ist, sage ich schon, dass wir eigentlich mal einen Break machen sollten. Okay, was wollen wir nächste Folge machen, Heinrich? Bauen? Okay, nächste Folge versuchen wir ein Dach zu bauen.
Nee, eine Decke. Ja, meine ich doch. Decke, also Decke, Treppe. Decke und hier, wie heißt es gleich? Dass wir in die Etage drüber kommen. Eine zweite Plattform brauchen wir da, glaube ich, erstmal, oder? Ja, nee, ich würde erstmal sagen Decke. Aber die Decke geschlossen schon? Oder mit Lücke für eine Treppe? Mit Lücke für Treppe. Okay, also dann stellen wir hier irgendwie eine Treppe hin und okay. Wir können auch sowas später wie einen Kamin bauen. Ja, ich weiß, voll geil. Ich will ein richtig schönes, gemütliches Heim bauen. Das klingt hervorragend. Also, wir spielen hier eigentlich nicht The Forest, sondern Heinrich und Mathilde bauen sich eine coole Waldhütte. Naja, wenn wir eine coole Waldhütte haben, dann können wir loslegen. Erstmal geht's hier ums Überleben, ne? Essen sammeln. Ein schön dekoriertes Haus bauen. Genau. Mit Herd, mit Kamin und Knochenkronleuchter. Wir machen hier Survival. Oh, da sind ja voll viele Enten auf dem See. Ich weiß nicht, ob man Enten jagen kann. Nack, nack. Ach, ich wollte ja noch die Dings aufs Trockengestell packen. Ach, wir haben ja jetzt hier auch ein Trockengestell. Ja, damit sie es nicht kaputt machen können. Aber wir müssen aufs Dach, damit wir von oben dann quasi die Kannibalen töten können. Mhm. Ja, aber ich habe jetzt hier schon mal drei Echsen aufgehängt. Wenn wir quasi unsere Basis ein bisschen haben, dann können wir auch bei uns am Strand da, am See, dann die ganzen Bäume platt machen, damit wir die Kannibalen schon von aus weiterer Entfernung sehen. Mhm. Die habe ich ja jetzt nur noch da gelassen, damit wir ein bisschen Tarnung haben. Ja. Dann komme ich mit dem Wägelchen zu dir und... Ja, wir machen nochmal eine Pause. Fuhre Holz, genau. Und dann geht's nächstes Mal weiter. Genau. Ja, also liken, kommentieren, abonnieren und so weiter. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.